wann feiern wir Premieren in der Pflege, in so einem Auditorium mit so vielen Menschen. Das ist ein schönes Ergebnis zu sehen, an dem wir jetzt ein halbes Jahr gearbeitet haben. Und der Applaus, die Freude, die sprach für sich. Das war ja eine sehr euphorische Reaktion. Viel Lächeln, viel Lachen, viel auch nochmal stolz sein auf das, was man tut. Und das ist natürlich der andere große Aspekt von dem Film. Am Anfang war ich skeptisch, ob das das richtige Format ist, ob auch KIK-TV der richtige für uns ist. Ich habe gesehen im Prozess, wie kreativ wir miteinander waren, wie eng wir miteinander uns ausgetauscht haben. Ihr seid komplett auf das eingegangen, was wir uns vorgestellt haben. Und ich finde, dass wir 1:1 das umgesetzt bekommen haben, was wir als Vorstellung hatten. Und das ist natürlich eine Riesenleistung. Und es klappt auch nur, wenn die Zusammenarbeit innerhalb gut läuft und auch eine Zusammenarbeit mit KIK-TV super läuft. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war in der Darstellung eines Workshops, habe den moderiert und geleitet und ich bin stolz auf mein Team und mit so viel Emotion war man dabei. Und wenn man den Film jetzt nochmal sieht, also man kann gar nicht woanders arbeiten außer an der Charité. Was toll war, dass so viele Menschen daran beteiligt waren und jeder durfte ein bisschen mitgestalten, das fand ich toll. Frau Heber hat ja das so groß angepriesen, dass das halt unheimlich gut ist und dass wir auch alle, die Mitwirkenden, gut zur Geltung kommen. Und es hat sich erfüllt, was sie versprochen hat. Also ich bin ganz begeistert und das macht gute Laune, der Film. Das ist großartig geworden und ja, auch ein Riesendank an alle, die mitgemacht haben. Das war super schön. Ganz bewusst haben wir auf Schauspieler verzichtet. Also uns war wichtig, dass es eigene Leute sind, dass es Mitarbeiter aus dem Unternehmen sind, die Spaß dran haben, die für die Pflege stehen, die sich mit dem Unternehmen identifizieren. Und das war uns super wichtig. Und was beeindruckend war, wie schnell wir tatsächlich diese Mitarbeiter gefunden haben. Wir mussten nicht lange suchen. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer, dass wir Filmarbeiten machen, dass wir einen Pflegefilm drehen wollen. Und die Begeisterung war großartig und das, glaube ich, spürt man auch im Film. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Film. Ja, also auch diese verschiedenen Bereiche, ja, also dass es sehr bewegt ist, also die Universität sehr im Vordergrund, dann kommt hier diese Palliativszene, das fand ich sehr bewegend und hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ihr als Team habt uns auch das unheimlich einfach gemacht, so echt zu sein wie möglich. Also das waren so Aufnahmen, die aus dem Alltag eigentlich passieren, wo wir dann auch im Klunkerkranich waren. Das war alles so Echtheit und das fand ich gut. Und das kommt auch im Film gut rüber. Ich denke, dass man über die Filme das Zielpublikum viel besser erreichen kann, weil junge Menschen sind in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und dieser Film ermöglicht uns in ganz neuer Variante alles, was wir anbieten, auch direkt den Menschen zeigen zu können, die wir ja ansprechen wollen. Es gibt einen Teil 2, da bin ich mir sicher. Pflege an der Charité ist partnerschaftlich, individuell, patientennah, professionell, selbstbewusst und fürsorglich. Exzellente Wissenschaft, Medizin und Pflege. Das ist die Charité Universitätsmedizin Berlin.